So, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Matthias Koster. Ich begrüße euch heute aus dem Büro des Österreichischen Behindertensportverbandes zur nächsten Sendung für ÖBSV im Gespräch. Das Thema des heutigen Abends ist Rollstuhlbasketball, ein Blick zurück in den 90er Jahren. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch erklären, was ist ÖBSV im Gespräch? ÖBSV im Gespräch ist, wie der Name schon sagt, eine Gesprächsreihe, wo wir Experten aus dem Behindertensport zu verschiedenen Themenschwerpunkten eingeladen haben. Das Ganze wird live auf Facebook übertragen und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen über den Chat. Das Thema des heutigen Tages: Rollstuhlbasketball. Und wir haben ein paar Legenden hier im Chat eingeladen, die uns heute ein bisschen zu ihren Erfahrungen aus ihren Zeiten erzählen werden. Wir werden einen Einblick in ihr Vereinsleben bekommen, ins Geschehen und des damaligen Nationalteams und natürlich auch einige Geschichten, die sie mit uns teilen und ausplaudern wollen. Und dann werden wir auch ein bisschen analysieren, wie die Sportart sich entwickelt hat. Bevor ich diese Legendenrunde hier vorstellen kann, möchte ich gerne ein kurzes Dankeschön an die Conny Wippmer aussprechen. Die Conny hat das Ganze ja vorbereitet. Conny ist die Jüngste in der Runde, Staatsmeisterin im Rollstuhlbasketball 2007 und sie war die erste Frau im Basketballnationalteam. Sie ist Bewegungs- und Informationscoach in Österreich und sie wird heute den Facebook-Chat managen. Das heißt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder sonstige Kommentare, die ihr mit uns teilen wollt, dann bitte, die Conny wird sie vorlesen. Conny, wir freuen uns, dass du da bist. Danke fürs Organisieren, Conny. Also es freut mich wahnsinnig, dass ich heute in der Runde bin und dass ich so viele Urgesteine gekriegt habe für die Runde und dass wir in die 90er Jahre zurückblicken. Weil ich sage jetzt, die Geschichten von diesen Herrschaften konnte man wirklich stundenlang anhören und das ist wirklich nett zum anhören und freue mich voll drauf. Und die haben ja eigentlich mein Basketball-Leben auch total inspiriert und sind ja eigentlich auch meine ganzen Vorbilder. Und deswegen freut mich das total, dass wir da heute die Runde beieinander haben. Wunderbar, wunderbar, Conny. Danke, wir freuen uns, dass du da bist. Und jetzt darf ich die Legenden des All-Star-Teams des RSV Basket Salzburg vorstellen. Der Felix Karl, also Spieler 2.0, er ist aktiv seit 1985 und immer noch aktiv im Rollstuhlbasketball. Er hat unglaubliche 774 Spiele für den RSV Basket gespielt und dabei knapp unter 10.000 Punkte geworfen, 9.725 genau an der Zahl. Sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Lieber Felix, hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deine Hallo, Erzählungen. hallo. Wir haben noch Walter Pfaller. Walter Pfaller, auch ein Name, den jeder weiß oder der jedem ein Begriff sein sollte im Rollstuhlbasketball oder in der Sportszene in Österreich, aktiv im Basketball seit 1985. Nicht nur für den RSV Basket, auch mit Ausflügen nach Wien, für den AVSV und für den USC München und für Bayreuth, für das Team aus Bayreuth aus Deutschland und bei den Porto Torres aus Portugal auch. Aber die Hauptzeit beim RSV, also er ist der RSV Basket, 973 Spiele und 11.715 Punkte. Dazu kommen noch 205 Länderspiele zwischen 1987, also seit 1980 und eine Einberufung in die Weltauswahl 1986. Walter, es ist eine große Ehre und Freude, dass du heute hier bei uns bist. Schön, dass du hier bist. Hallo, grüß euch. Weiters habe ich noch den Wolfgang Stieg, den ich hier begrüßen darf, in einer fashion passenden Kleidung. Wolfgang, Spieler der Klasse 1.5. Er war aktiv von 1985 bis 2005 und hat auch aufgegeigt in knappen 600 Spielen, 593 an der Zahl mit 3.221 Punkten für den RSV Basket Salzburg. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Okay, danke.
Und hier gleich darf ich auch gleich sagen, die drei haben gemeinsam im Nationalteam bei der WM 1990 in Belgien den 11. Platz erreicht und den vierten Platz bei der EM der A-Division 1989 in Frankreich. Und mit dem Verein legendäre 8 Teilnahmen an der Finalrunde des Champion Cups. Und Felix, Walter und Gerhard, zu dem wir heute mich auch gleich vorstellen darf, auch einen sagenhaften 2. Platz beim renommierten Turnier Spitfire in Toronto im Jahr 1999. Und so, hier komme ich auch zu unserem letzten Teilnehmer, Gerhard Rötzer aus Niederösterreich, aktiv von 1993 bis 2006 mit 209 Spielen für den RSV, aber war unter anderem auch tätig für den BSV Weißenhof und für Santo Stefano in Italien. Gerhard hat 4-mal am Champions Cup an der Finalrunde teilgenommen und er war 3-mal Topscorer bei der EM, und zwar 1998 in Nordwil, 2000 in Brünn und 2004 in Sahnen. Gerhard, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du hier bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gut. Mit all diesen Erfolgen, ich meine, es ist, man darf euch ja getrost und reines Gewissens Legenden nennen. Wir freuen uns wirklich, dass ihr da seid und dass ihr uns heute eure Geschichten mit uns teilt. Wolfgang, ich glaube, die erste Geschichte, geht an dich, und ich darf hier ein Foto teilen und euch zeigen. Das sieht man jetzt, glaube ich, schon. Wolfgang, du möchtest uns was zu diesem Foto erzählen? Ja, gerne. Grundsätzlich ist es eigentlich die andere Seite der Welt, das ist in Südafrika. Durch die Kontakte von Walter haben wir da die Möglichkeit gehabt, dass wir so eine Art ein Lernprogramm für Südafrika starten haben können, weil unsere Freunde in Südafrika haben ganz große Aufwendungen, wenn sie nach Australien, nach Amerika oder nach Europa kommen müssen. Na gut, dann sind wir losgefahren und haben uns dann eigentlich mehrere Turniere und mehrere Spiele und mehrere Situationen angeschaut. Und es ist, dieses Foto ist in Soweto, ist auch in dieser Zeit, glaube ich, das war 94, von 4, 4, ja, 95, 95. Es war in dieser Zeit auch in unseren Spiel Freude und Spielwahn nicht zu erkennen, dass ganz große Unruhen in Südafrika waren, dass eine politische Änderung da war. Und wir haben in unserer Freude am Basketball das Nationalteam in Soweto, ich glaube, sehr überlegen geschlagen. Und auf einer neuen Sportanlage, die Queen Elizabeth gesponsert hat und somit für Soweto ein Hilfsprogramm gestartet hat. Das ist ein Vorort von Johannesburg und hat in etwa 1,5 Millionen Einwohner in Armut lebend. Wir haben aber uns in dieser politischen Phase überhaupt keine Gedanken gemacht, weil wir haben alle Spaß gehabt am Sport und vor allem wir haben ganz wenig Spiele verloren. Ein Spiel war in der Nähe der Goldmine, 80 Kilometer südlich von Johannesburg, und ein Spiel war eben in Soweto. Was noch dazu für mich privat wichtig ist, ich habe da meine Frau kennengelernt, die ist da sitzend vor dem Walter und die trimmt mich bis heute noch. Sie ist eben Sportlehrerin und hat da in Stellenbosch Sport studiert und trimmt mich bis heute noch fit, ne? Das wäre ein kurzer Blick in diese Zeit. Und sie hält zu Hause gerade den Turnunterricht ab, wie du uns vorhin geteilt hast. Und ein Foto habe ich noch. Ein Foto habe ich noch für dich, Wolfgang. So, wo habe ich denn? Da habe ich. Da ist ja auch noch ein Foto aus dieser Zeit. Ja, hochinteressant. Das ist, glaube ich, Stock Mendeville. Walter, glaube ich, oder? Das Europacup war im Milton's Keynes, weil ja der Borussia spielt und Stoke haben eigentlich nur mit der Nationalmannschaft gespielt.
Genau. Ich hab sehr viel Spaß, aber es wisst. Und der Schäfer, ja, auf jeden Fall war es nicht eine Fahrerschaft, das war Salzburg, weil er der Host hier dabei ist. Richtig, ja. Milton Keynes ist bekannt, ist die Geburtsstunde von Red Bull Racing Team zurzeit, also die Stadt, wo unser Mateschitz seine Rennwagen baut. Und in dieser Zeit war es noch das Jaguar-Werk und ist eine neu gestaltete Stadt. Unsere Spiele, ja, haben wir eigentlich gewonnen, oder? Muss ich nachschauen, Milton King. Milton King war ein Champions Cup, war ein Europa Cup und das war sogar ein Finale, ja. Finale, und da haben wir in zwei Gruppen, der Europa Cup wird in zwei Gruppen veranstaltet und alle, die in der Vorrunde es schaffen, also unter den ersten zwei zu kommen, da spielt man auf drei verschiedenen europäischen Orten und da muss man sich schon sehr bemühen, dass man als Zweiter oder als Erster der Gruppe dann ins Champions-Finale aufsteigt und das haben wir geschafft. Mit dieser Mannschaft sind wir dann antreten 1994 im Mai. Champions Cup-Zeit war immer im Mai. Wenn ich jetzt so die Ergebnisse anschaue, haben wir um den fünften Platz noch gespielt, obwohl wir in der Vorrunde sehr viel verloren haben. Also in der Qualifikation des Hauptbewerbes. Ne? Wir haben gegen die Engländer Aces mit 56-53, also sehr knapp, den fünften Platz erreicht von 8 Mannschaften. Wobei ich noch dazu sagen muss, weit hinten noch sind noch in etwa 40 Mannschaften in Europa, die den Vergauen oder den Europacup spielen. Also kann ich sagen, ist der fünfte Platz eine Gewaltleistung. Immer. Wolfgang, vielen Dank. Ja. Bevor ich die nächste Frage jetzt stelle, Conny, ich glaube, es tut sich auf Facebook einiges. Dein Mikro? Ich checke mal Facebook und dann möchte ich mich, gell? Okay? Wunderbar. Dann Felix. Felix zählte zu seiner Zeit zu einem der besten Zweipunktspieler in Europa. Aber wie wir gehört haben, das Geschehen auf der Welt, ihr seid überall präsent und diese internationale Veranstaltung waren ja einst Abenteuer, dass man da halt teilnehmen kann. Kannst du dem zustimmen, Felix? Dem kann ich zustimmen, ja. Da war ja jede Reise mit ein paar Hoppalas geschmückt, sage ich mal. Ja, ich glaube, ihr wart ja auch relativ viel unterwegs. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen die Nordeuropa-Tour. Was hatten Sie mit der auf sich? Die Nordeuropa-Tour war 87, die diente zur Vorbereitung zur EM in Frankreich. Und da waren wir eben insgesamt, glaube ich, 12 Tage unterwegs, 3.500 Kilometer an 4 Standorten. Ist eben losgegangen, 1. April, Mitternacht in Salzburg, ein Bus, das war aber kein Reisebus, sondern ein alter Ford Transit, ein 9-Sitzer, 2 PKWs. Mitternacht Reise, erstes Ziel war Hamburg. Sind wir weggefahren, Rosenheim, circa noch, sind 70 Kilometer, ist der Bus schon mal auf den Parkplatz gefahren und der Fahrer hat gesagt, er ist wird. Ungefähr 1000 Kilometer vor unserem Ziel, nach einer halben Stunde. Gut, haben wir Pause gemacht, weitergefahren. Irgendwann so gegen den frühen Morgen, Höhe Frankfurt, haben wir einen Bus verloren. Ich bin damals auch mit dem PKW gefahren, der Walter war bei mir im Auto. Gut, müssen wir schneller gewesen sein, haben wir gewartet, kommt kein Bus. Wild waren wir natürlich, einschlafen wir mal nicht dürfen, den würden wir nicht übersehen. Gut, irgendwann haben wir gesagt, der kommt nicht mehr, fahren wir einfach unseren Weg nach Hamburg. Haben wir natürlich kein Handy, kein Navi, nur auf der Karten geschaut, Adresse oder jeder Kopf von der Hamburger, von unserem Ziel. Gut, sind wir Hamburg gefahren, der Bus ist dann reingekommen, da sind andere Strecken gefahren. Auf jeden Fall, wir haben uns dort getroffen, haben dort dann am Abend, am gleichen Tag, ein Trainingsspiel gemacht gegen Hamburg, sind dann von Hamburg am gleichen Abend oder in der Nacht nur nach Kiel gefahren, zum Meirerwerk, haben dort, das war immer noch 1. April, haben dort dann übernachtet bei der Firma Meirer, haben am nächsten Tag gehabt Führung im Meirer-Gelände und in der Fabrik, sind dann von
von Kiel weitergefahren nach Göteborg. Da wieder 600 Kilometer. Und dann plötzlich die Reise gut gegangen. Das einzige Jahr nach der Fähre schon auf der schwedischen Autobahn. Der Bus fährt vor uns. Finster war schon mit einem LKW noch mit 60 km/h. Ich denke, überholt nicht. Immer wieder fährt ein bisschen raus, wieder rein. Hat dann einfach nicht gemerkt, 10 Kilometer lang, dass wir schon auf der Autobahn sind. Also müssen wir nicht. Gut, auf jeden Fall sind wir dann angekommen in Göteborg, irgendwann Mitternacht, sind wir noch gefahren auf die Straßenmaschinen, glaube ich, zum Hotel, dass wir es gefunden haben. Haben dann in Göteborg ein großes Turnier gespielt, waren dann noch 2 Tage länger, haben dann noch Spiele gemacht gegen das schwedische Nationalteam. Dann wieder Abreise Richtung Kopenhagen, haben wir wieder Auto gefahren, BKW auf der Fähre, in Kopenhagen angekommen, Trainingsspiel gegen die Dänen. Da waren die BKW waren noch gar nicht da, weil erst dann am Abend wieder kommen. Nächsten Tag wieder Trainingsspiel gegen die Dänen. Dann waren wir einen Tag in Kopenhagen. Und dann von Kopenhagen ist gegangen nach Köln. Köln war zu dieser Zeit das größte Turnier in Europa mit, ich glaube, 40, 50 Mannschaften. Geschlafen in riesengroßen Schulen, in die Klassenzimmer mit Matratzen vom Bundesheer und so Wolldecken. Haben dort Köln das Turnier gespielt, 3 Tage. Samstag am Abend dann Abschlussparty. Sonntagmittag Salzburg zurück. Mitternacht, Sonntag waren wir wieder in Salzburg und am Montag sind wir alle in die Arbeit gegangen. So ungefähr war diese Reise. Eben 12 Tage, 3.500 Kilometer, circa 15 Spiele und dann waren wir wieder da. Und natürlich genügend Zeit für die Regeneration dazwischen. Hä? Natürlich, muss ich sagen. Da haben wir ja undenkbar heutzutage. Da waren wir jung, da haben wir keine Regeneration gebraucht. So ist das. So ist das. Wie habt ihr euch auf solche Turniere vorbereitet, Felix? Ich sage da nur 2 Stichworte, nämlich Trainingslager in Tschechien. Ah, okay. Das musst du irgendwer erzählt haben, oder? Ja, ich habe meinen Informanten gehabt, ja. Na, vorbereitet grundsätzlich natürlich durch Training 3-mal in der Woche, durch Trainingslager in Österreich, ob das Fark am See war, Skileiten, Obertrauen. Und unter anderem auch in Tschechien, in Kladruby heißt dieser Ort. Da ist ein Reha-Zentrum und da ist eben angeschlossen, gibt es eben so ja, Baracken, kann man fast sagen, mit Stockbetten. Jede Baracke hat einen eigenen Ofen zum Einheizen, also mit Holz. Und da waren wir insgesamt, glaube ich, 3-mal. Und beim 3. Mal, wenn wir dort anreisen, da war dann, glaube ich, der Gerhard auch schon dabei, der, glaube ich, war damals Busfahrer, Gott sei Dank, wenn wir da angereist sind. Hat natürlich auch niemand groß geschaut, weil ich glaube, kein Handy, kein Navi, einfach auf der Karte, und das haben wir schon gewusst, wenn wir schon. Zweimal dort waren, fahren wir halt der Bus und fahren und dann irgendwann denken wir, das ist schon ganz schön weit, jetzt eigentlich dann das von Salzburg, 3 Stunden, 400 Kilometer so grob, glaube ich, oder 300 Kilometer. Und wir fahren schon 3 Stunden, 4 Stunden, ja, war schon ein bisschen komisch, keiner weiß genau. Obwohl, dann waren wir immer wieder welche Leute im Bus, die gesagt haben, ah nein, das kenne ich, da waren wir schon, die Tafel habe ich schon gesehen und da bei der Kurve, okay, wird schon stimmen. Auf jeden Fall nach 7 Stunden in etwa, ist auch schon Abend geworden, sind wir in Kladruby angekommen. Nur es war das Falsche. Es gibt nämlich 3 Kladrubis in Tschechien und das war sicher nur mal 200, 300 Kilometer nördlich von dem, wo wir hinfahren müssen haben. Haben dort dann, da war ein Krankenhaus, haben dort dann telefoniert nach Kladruby praktisch zu unseren, die wir uns eingeladen haben, sind dann eben wieder von diesem Kladruby zum richtigen gefahren, wieder 3 Stunden mehr oder weniger Retour und so nach 9-10 Stunden mit Schneefahrbahn, kleine Straßen, was man normalerweise 4 Stunden braucht, waren wir dann im Endeffekt in Kladruby zum Trainingslager mit den Tschechen. Das war eine der Vorbereitungen auf das Nordeuropa-Turnier. Da haben wir nicht nur fürs Basketball vorbereitet, sondern auch fürs Busfahren, wie man sieht. Fürs Busfahren und für die Pfadfinder, Wegfindung, immer eine Herausforderung. Felix, eine letzte Geschichte habe ich noch. Die ich gern von dir hören würde, nämlich das Spitfire-Turnier 1999 in Toronto. Spitfire in Toronto, Kanada, sind wir nicht mit dem Bus gefahren, Gott sei Dank, da sind wir geflogen. Eine Reise am Bus. Mit Segelschiff. Ja, genau, war eine Möglichkeit gewesen. War sicher eine tolle Sache, war sicher sportlich wahrscheinlich eines von den größten Highlights, was wir so im Basketball erlebt haben, eben das Spitfire-Turnier. Ich denke, jeder, der sich im Rollstuhl Basketball ein bisschen auskennt, weiß, dass das praktisch so die inoffizielle Weltmeisterschaft ist der Vereinsmannschaften.
Und das hat es, glaube ich, gegeben. Es gibt es seit 1980. Und wir haben 1999 dort gewesen und waren eben dort das erste europäische Mannschaft im Finale und haben dort im Finale gegen Toronto gespielt, haben das verloren, sind somit die Zweiter geworden. Damals hat auch in Toronto der Patrick Andersen gespielt, das war damals nur ein junger Bub, die wir nicht gespielt haben. Aber war eben für uns eine kleine Truppe, was wir dort waren, wirklich ein ganz toller Erfolg. Und wie gesagt, also das erste europäische Mannschaft nach 19 Jahren, dass da einmal im Finale spielt und dass wir das sind, ist eine super Sache gewesen. Und ich weiß nicht, ob im Nachhinein nur mehr wer gespielt habe im Finale, aber das war vielleicht der Walter. Aber wie gesagt, war eine große sportliche, klasse Sache für uns. Ja, vielleicht für die Zuschauer, die da nicht so bewandt sind, Patrick Andersen, von vielen für den Michael Jordan des Walshow Basketballs gehalten, ein absoluter Topspieler. Unglaublich, sich mit solchen Größen messen zu können. Wenn ich kurz ergänzen darf, das Interessante oder das Schwierige mit Spitfire-Turnier war, die haben ohne Punkte gespielt. Das heißt, wir haben gegen Kanada, gegen Toronto im Finale eigentlich fast gegen 19 oder nach der jetzigen Klassifizierung eigentlich fast 20 Punkte gespielt. Und wir als Salzburg haben doch nur ohne dies nur 15 oder 15 Punkte aufs Feld bringen können. Ach, noch sensationeller, wenn das überhaupt ein Wort ist, aber unglaublich. Danke, Walter, für die wichtige Information. Jetzt hätte ich Fragen an den Alois Riedlecker gehabt. Der Alois ist leider an den technischen Begebenheiten gescheitert und hat es nicht geschafft zu uns. Daher schmeiße ich diese Frage einfach gerne in die Runde. Welche Rolle hat denn der Alois in eurem Team? Er war eigentlich, wenn ich das jetzt antworten darf, als Erster, er war eigentlich immer bereit, den Walter zu ersetzen. Das heißt, aufgrund des dynamischen Vorganges ist dann irgendwann einmal der Walter bei manchen Spielen mit 5 Fouls auf der Bank gesessen. Und da hat der Alois schon gewusst, hoppla, er ist von Anfang an schon auch unter Druck gewesen und hat gewusst, hoppla, er muss mindestens eine kleine Leistung vollbringen, dass wir wenigstens mit Sieg noch heimgehen. Ne? Und die kleine Leistung ist aber dann meistens noch auch ausgeartet, dass er auch 4 Fouls gehabt hat. Und beim 5. geben wir dann. Ne? Und so war das eigentlich zum Schluss immer sehr aufregend. Und Alois hat diese Rolle meiner Meinung nach sehr gut gemeistert. Er ist der berühmte 6. Mann, der jedes ja. große Team hat auch einen großen 6. Mann, weil ansonsten geht das ja gar nicht. Ja. Und ich habe eine Geschichte, die ich hoffe, die ihr mir erzählen könnt, nämlich von der EM 1995 in Paris. Da ist es dem Alois, glaube ich, im Vorfeld nicht gut gegangen und er ist dann hat aber trotzdem teilnehmen können. Könntest du mir dazu was erzählen? Ich kann schon was dazu sagen, ist klar, man, alles war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, eben als 6. Mann oder als Backup und war natürlich auch fix für die Europameisterschaft in Paris nominiert, war 1995 und nur ist er dann krank geworden und hat eigentlich fast die ganze Europameisterschaft im Krankenbett oder im Hotel verbracht, ist eigentlich nur zu den Spielen in die Halle gekommen und hat dann auch versucht, seine Leistung zu bringen. Wie gesagt, wie Wolfgang schon gesagt hat, ich habe mir als Öfteren ausgefault, dann ist alles gekommen. Und wir haben in Paris, das war dort mal eigentlich eine Sensation, meine, für uns vielleicht weniger, aber für die alle anderen Mannschaften, dass wir ganz klar Deutschland geschlagen haben mit, weiß nicht, sicher was 30 Punkte Unterschied. Und da ist es darum gegangen, um die Qualifikation praktisch für Atlanta. Und bei dem Spiel ist auch Alois, hat sehr viel gespielt und ist dann sogar später in den Medien erwähnt worden praktisch, dass er so wichtige und viele Punkte haben gescored, Karl Felix und Alois Riedlecker. Und auf das, glaube ich, ist er heute noch sehr, sehr stolz, weil er war natürlich krank, wirklich, hat aber gegen Deutschland eine hervorragende Leistung gebracht und wir haben eine der wenigen Siege dadurch gegen Deutschland feiern können. Hätten sogar die Möglichkeit gehabt, die Deutschen aus dem Turnier zu werfen, wenn man das darauffolgende Spiel gegen Israel verloren hätte. Wir wären dann so weitergekommen, aber wir haben auch die Israelis geschlagen und somit Deutschland im Bewerb
behalten. Und das war alles, auch alles zu verdanken. Sicher war eine starke Mannschaft dort 95, aber mit der Krankheit oder mit der gesundheitlichen Situation, die er gehabt hat, war es extra hervorzuheben, dass er so stark gespielt hat, oder ist es hervorzuheben. Vielen Dank für die Aufklärung, Walter. Lieber Aris, ganz herzliche Grüße. Es ist sehr bedauerlich, dass du heute nicht da bist, aber ich glaube, in Gedanken sind wir alle bei dir und gedenken an dich hier live vor allem und teilen diese Geschichten mit dir. Leben tut er noch. Ja, unbedingt, na unbedingt. Aber ja, wie gesagt, wir sind an der Technik gescheitert. Gerhard, zu dir. Du bist ja aus Niederösterreich, also du bist der Einzige hier in der Runde, bis auf mich, der kein Salzburger ist und hast dementsprechend viele Kilometer abgespült, allein um das Training, um ins Training zu kommen. Ja, das ist korrekt. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja 1990 einen Autounfall gehabt und habe meinen ersten Lendenwirbel gebrochen und habe inkomplette Querschnittlähmung, das heißt Teillähmungen an beiden Beinen. Ich war lange Zeit bei Klosterneuburg und auch bei Salzburg der einzige Geher unter den Rollstuhl-Basketballern und bin eigentlich mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind zum Basketball gekommen. In meiner Zeit im Reha-Zentrum sind wir einfach zweimal in der Woche wir Patienten in die Sporthalle runtergegangen und haben zugeschaut, wer dort die Rollstuhl-Basketball-Mannschaft trainiert hat. Für uns war das mehr oder weniger nur ein Zeitvertreib. Und dann hat der Trainer mal gesagt, Herrst, du hast inkomplette Lähmung, du bist groß, du bist der Vierpunkter, du hast gute Voraussetzungen, magst du nicht bei uns mitspielen? Und so hat sich das Ganze ergeben. Dann war ich 2 Jahre lang in Klosterneuburg bei den Sitting Bulls, habe dort mehr oder weniger nur als Hobby gespielt. Einfach Freude am Mannschaftssport. Basketball war es halt durch Zufall, wenn das Handball, der Volleyball gewesen war, war es wieder so gewesen. Ich habe, bevor ich dort angefangen habe, nicht einmal die Regeln kennt. Das war alles Neuland für mich. Ich war auch nicht wirklich mit Talent gesegnet. Das, was ich dann geschafft habe, habe ich eigentlich durch Training und zum Großteil durch die Salzburger Mannschaft geschafft. Mich hat der Walter dann im 93er Jahr nach Salzburg geholt und auch zum Nationalteam. Und ab da ist es dann erst bergauf gegangen. Dann ist es für mich erst Leistungssport geworden. Und wenn mich der Walter nicht fest in den Arsch treten hätte, auf gut Deutsch gesagt, war wahrscheinlich aus mir sicher kein guter Center geworden. Aber so hat sich das entwickelt. Ich habe zwar extrem viele Kilometer runter dran müssen. Ich habe 250 Kilometer nach Klosterneuburg zum Training gehabt und 500 Kilometer nach Salzburg zum Training. Das heißt, ich bin in die 15 Jahre Rollstuhlbasketball ca. 350.000 Kilometer gefahren, nur zum Training. Da sind noch gar keine Turniere dabei. Aber es hat einfach Spaß gemacht und mit der Zeit hat sich dann auch der Erfolg eingestellt und somit hat es für mich gepasst. Ja, Stichwort Erfolg. Ich meine, du warst 3-mal Topscorer bei der EM und wie du schon erwähnt hast, auch als Profispieler unterwegs. Und ich habe da ein Foto, das ich gerne teilen möchte, weil vom Basketball zum Fußball. Ja, genau. Lass uns da bitte was dazu erzählen. Genau, wir haben mit der Salzburger Mannschaft damals in Turin bei einem Turnier teilgenommen und da hat der Alessandro Del Piero, der damalige Überdrüber-Star von Juventus Turin, den Aufwurf gemacht beim Finale. Und dieses Foto ist dann in der Gazzetta dello Sport, in der italienischen Sportzeitung, veröffentlicht worden. Und der Walter hat mir das dann irgendwie über einen Turnierveranstalter organisiert, dass ich das Foto kriege. Und das hat für mich so einen hohen Stellenwert, das hängt bei mir heute noch im Büro. Hat der Alessandro Glück gebracht? Auch? Ah, das wisst vielleicht der Walter noch, ich weiß nicht mehr, wo wir das Spiel gewonnen haben. Also, weiß nicht mehr. Also wenn wir in dem Spiel gleich nach Julian Ober gefahren sind, auch vielleicht nur mehr 1000 Kilometer mehr, dann haben wir es mit einem Punkt verloren. Wenn es ein Jahr vorher war, dann haben wir es gewonnen. Weil ich glaube, wir haben verloren gegen Frankfurt und das ist gegen die italienische Mannschaft. Das heißt, in dem Jahr haben wir das Turnier gewonnen. Okay. Na, dann hat er... Wir müssen uns erinnern an das Spiel, was wir verloren haben. Hast du den Ball erwischt? So genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Okay. Aber wir haben Julian Ober gehört und da habe ich auch ein Bild, da habe ich auch ein Bild davon. Ich glaube, das dürfte Julian Ober sein. Ja. Was ist denn da passiert, Gerhard?
Giulio Nova war immer der Saisonabschluss. War immer das letzte Turnier. Ich glaube, im Mai war das, wenn man nicht alles täuscht. Sind wir da immer nach Giulio Nova gefahren, haben dort in so einem Bungalow-Dorf geschlafen und auf einem Freiplatz ein Turnier gespielt. War immer 5 Jahre lang, wo ich in Salzburg gespielt habe, war das jedes Jahr unser Saisonabschluss. Wobei ich natürlich als einziger Fußgänger auch immer der Chauffeur war. Also mit dem Iveco-Bus vom Salzburger Verein habe ich 5-mal Giulio Nova, einige Male Paris, Warschau, wo wir überall waren, ganz schön viele Kilometer überdreht. Und einmal kann ich mich erinnern, da sind wir im Finale gewesen in Giulio Nova, haben untertags gespielt und sind dann in der Nacht heimgefahren, das heißt vom Finale direkt vom Spielfeld, eine im Bus, die anderen haben geschlafen im Bus und ich bin die ganze Nacht durchgefahren, 1000 Kilometer nach Salzburg zurück. Ein Katzensprung quasi. Ja, so ungefähr. Ja, du bist ja auch als Profi unterwegs gewesen in Italien. Das ist deine Karrierestation, die du uns noch nicht erzählt hast. Könntest du uns auch noch über deine Italienzeit ein bisschen teilen und uns ein bisschen erzählen? Nachdem ich ja mit Salzburg und auch mit dem Nationalteam immer bei diversen Turnieren unterwegs war und so manche Scouts von ausländischen Mannschaften mich halt spielen gesehen haben, habe ich halt ein paar mehr Angebote gekriegt, ins Ausland zum Gehen. Und eines Tages habe ich dann wirklich einmal zugestimmt und habe meinen Lebensmittelpunkt für ein Jahr lang nach Italien verlegt. Santo Stefano hat die Mannschaft geheißen, das ist zwischen Ancona und Pescara und der Ostküsten. Ich habe dort meine Dienstwohnung gehabt und da ist halt jeden Tag trainiert worden und jedes Wochenende gespielt worden. Und wir haben dort einmal sensationell geschafft und sind am dritten Platz in der ersten Liga in Italien gelangt. War der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte von Santo Stefano. Nicht schlecht. Und die italienische Liga, das ist ja keine kleine Liga. Allerdings ist eine reine Profiliga, die dann alle nichts anderes, da wird jeden Tag trainiert und jetzt Wochenende gespielt. Wunderbar. Ja. Sensationell. Danke, Gerhard. Bitteschön. Wolfgang, du warst ja nicht nur Spieler, sondern auch Organisator und Veranstalter von der einen oder von der anderen Veranstaltung. Kannst du uns dazu was erzählen? Gerne, aber davor würde ich gerne noch eine Sache dazugeben zum Gerhard. Wir sind in Giulio Nova Ehrenbürger und hängen in jedem Wirtshaus mit demselben Bild, das du uns gezeigt hast. Warte mal, das blende ich gleich noch einmal ein, aus dem gegebenen Anlass. Ehrenbürger, ja, von Giulio Nova. Wir sind fast in jedem Wirtshaus mit diesem Bild und sie kennen uns heute noch. Wolfgang. Warum ich jetzt das sage, könnte der Felix dann noch beenden. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wenn ich das Foto sehe, dann weiß ich, warum der alles nicht, heute nicht dabei ist. Ja. Aber passt schon, nächster Punkt. Bitte, der Aris ist in Felix, der Aris ist der. Der erste Mitte. In der Mitte. Fünfte von links. Mit dem Ball. Fünfte von links. Wo der Ball vor die Füße liegt. Sehr gut. Und der Felix hat eher gemeint, die zweite Reihe. Genau. Jetzt verstehe ich es auch. Das ist echt. Schon nächster Punkt. Danke. Danke, Wolfgang. Turniere, Veranstaltungen, Organisation. Ja, Doppelbelastung. Ja, ist eins ist da ganz wichtig, wenn du mit dem Walter auf was einlässt, eine lange Zeit des Lebens mit ihm gehst, du musst eines kapieren, er will Maximum, er will das Beste, er will das Tollste, er will das natürlich auch den Erfolg, aber nicht nur den Kleinen, sondern auch den Großen. Und dazu gehört aber auch, dass man in der höchsten Liga Basketball spielt, sich auch damit dann als Funktionär beschäftigt, was für Budget brauchen wir, wo können wir die besten und tollsten Sachen machen und zugleich auch sparen. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, zu zweit, wir machen in Salzburg die Europacup-Finalrunde
erstens, na, warum von der seitens des Veranstalters, wir ersparen uns die Flugkosten, wir ersparen uns das Nenngeld und wir ersparen uns die Quartierkosten und können zu Hause das beste Basketball präsentieren, weil durch die Möglichkeit, dass der Walter in der Sportorganisation arbeitet, hat er die Hallen reservieren können, hat er natürlich viele andere Dinge, wie was keiner so richtig merkt, dass man einen Spielertisch besetzen muss in drei Hallen, dass man Schiedsrichter braucht in drei Hallen. Und diese ganzen Kosten und diese ganzen Sachen sind natürlich für einen Veranstalter sehr, sehr hoch. Ne? Und dadurch, dass wir das jetzt in Salzburg veranstaltet haben, haben wir ein großes Budget nicht verwenden müssen für Veranstaltungen, ne? Na, und für Bereisung zu den Sportveranstaltungen. Ne? Und somit haben wir uns entschieden, okay, machen wir die Finalrunde und laden die 8 besten Mannschaften von Europa ein. Ja gut, alles bestens vorbereitet, die Hallen reserviert, die Shuttle-Dienste sind gefahren, die Mannschaften sind angekommen, die Helfer haben sich schön eingekleidet, die Spieler haben ihre Trainingsanzüge und ihre Wettkampfanzüge bekommen. Alles war perfekt. Kommt ein Anruf vom Flughafen. Es ist eine außertürliche Maschine gelandet, die nicht am Flugplan steht, aus Spanien. Eine DC-9 mit 120 Fanmitglieder von der spanischen Mannschaft mit Musikkapelle. Dann habe ich gesagt, ja, schön, gut und recht, aber wir können nur die Spieler betreuen, aber wir können nicht einen Sondertrupp aus Spanien betreuen, aber wir haben es dann trotzdem hinbekommen, dass die dann zur richtigen Zeit und am richtigen Ort die Spiele besuchen haben können. Jetzt haben die natürlich fast mehr Zuschauer gehabt, als wie wir als Heimmannschaft, ne? Und auch mehr Lärm. Ne? Und insofern bin ich heute noch stolz, dass wir beides zusammen gemeistert haben, dass wir dementsprechend gastfreundlich waren, dass wir einen Galaabend auf dem Hotel Winkler am Berg oben in der teuersten Lage von der AUVA gesponsert bekommen haben und dass eigentlich die ganze Veranstaltung ohne viel Verletzung und ohne viel Damdam so zu Ende gegangen ist, dass wir auch ein Spiel zum Schluss gewonnen haben. Das heißt, wir haben dann um den 7., 8. Platz in der 3. Halle gegen Antilope gewonnen. Das Spiel, das Turnier selbst, muss ich noch schauen, waren eben Mannschaften aus Holland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Und das Turnier selbst hat die holländische Mannschaft gegen die französische Mannschaft BC Verkerk gegen CMO im Finale unter Begeisterung des heimischen Publikums, weil da ist natürlich eine Vielfalt professioneller Spieler, die den Sport nur als auch professionell betreiben, gespielt worden und ein hochwertiger Behindertensport präsentiert worden. Also da bin ich heute noch froh, dass das alles rund und zum Schluss super abgelaufen ist. Ja, ich merke, da steckt sehr viel Herzblut drinnen. Das sind sogar noch Originaldokumente, nehme ich an, aus der Zeit. Und ich, ja, da würde ich dich eh gerne was fragen. Ich meine, heutzutage bei einer Veranstaltung Europacup 8 beste Mannschaften für eigenen Flieger aus Spanien, das sind ja so Sachen, da stellt man sich vor, die ein bisschen mit Organisation zu tun haben. Da sind Manager mit Krawatten und ganz viel Personal, die sowas machen. Ich glaube, seinerzeit war das nicht so, sondern ihr habt den Laden geschupft und zusätzlich habt ihr auch noch spielen müssen. Wie sind ihr so in dieser Doppelfunktion gegangen? Ja, eigentlich ganz gut, weil jeder war irgendwie fokussiert aufs Spiel und war schon aufgeregt und ich habe da nie denken können, wie, wann und wo ich einen Korb treffe oder nicht. Ne? Und bin hingegangen, habe mich umgezogen und habe dann alle Sachen, die unser Trainer Witold Zagorski und der Walter ausgetüftelt haben, haben wir dann
eigentlich auf diesem höchsten Niveau ganz gut gemeistert. Und ich selber war froh, dass auch die ganzen Funktionäre, da kommen ja so eine Art FIFA-Präsidenten, da kommen ja von der FIBA, kommen ja die höchsten Funktionäre, die muss man ja auch irgendwie unterbringen. Und denen kann man nicht ein Badl Würstel geben und einen Senf. Ne? Also das heißt, alles drum und dran hat sich noch jahrelang herumgesprochen und die haben sich alle sehr gut da aufgehoben gefühlt bei uns. Ne? Matthias. Darf ich wegen Facebook noch schnell was sagen, Matthias? Weil, dann lassen wir den Walter zuerst noch und dann machen wir Facebook bitte. Ach so, okay, passt. Ich wollte nur kurz ergänzen. Mein Wolfgang sagt natürlich, wir haben das ganz gut gemeistert. Wir haben eine super Veranstaltung organisiert, wir haben Lob von überall bekommen. Und ich war dort, was wir sagten, immer wollte das Beste. Wir sind nur Siebter geworden und ich glaube einfach, dass wir in diesem Jahr besser gewesen wären, wenn wir nicht organisieren hätten müssen. Und ich habe das auch bewiesen, der Gerhard war dann auch dabei. Wir sind dann 2 oder 3 Wochen später nach Athen geflogen, zu einem ganz großen Turnier. Und wir haben dort gegen das israelische Nationalteam gespielt, als Clubmannschaft. Und das haben wir auch gewonnen. Also wir haben Athen ein paar Wochen später gewonnen. Und ich glaube, von den Mannschaften her, mit Ausnahme vielleicht Verkerk und Modi, was in Salzburg erster, zweiter waren, sind, die hätten wir sonst wohl nicht geschlagen. Aber ich glaube, heute noch, wir hätten da in dem Jahr bei der Finalrunde um einen dritten, vierten Platz spielen können. Nicht um einen ersten, zweiten, weil Holland war bestimmend in der Nationalmannschaft, Frankreich mit Verkerk war auch mit Mo war auch bestimmend. Aber ich glaube trotzdem, und es hat Athen bewiesen, dass wir dann 2 Wochen später, weil wir mit Gerhard auch mitgehabt haben, mit seinem kleinen Messerl, trotzdem, dass wir sehr, sehr gut gespielt haben. Dankeschön. Wolf, auch für diesen. Wir haben noch was für dich, Entschuldigung, ganz kurz noch. Unbedingt. Bravo. Warte mal, halt's nochmal hin, bitte, Felix. Halt's nochmal hin, damit wir das kurz pinnen. Wunderbar. Danke, das gehört in den Bilderrahmen. Ja, das muss der Wolfgang machen. Conny, Facebook. Ja, es ist, also der Tischler Gerhard, den kennt eher jeder, gell? Georg, also Tischler Georg. Alles bekannte Gesichter, schönen Abend. Dann haben wir vom Hupsi Kerr diese Geschichten, einfach herrlich, ich liebe sie. Und er hat 3 oberösterreichische Vereine als Mitglieder gewinnen können. Er freut sich auf die Zusammenarbeit. Dann gibt es nur Hallo und schönen guten Abend und ja, das war's bis jetzt. Und noch schöne Grüße vom Sascha Lakic aus Klagenfurt zum Schiedsrichterreferenten. Ist gerade frisch reingekommen, während du gesprochen hast, Conny. Walter, zu dir. Wir haben ja in der Vorstellungsrunde schon gehört von deinen Statistiken, auf die wir auch noch eingehen werden. Aber ich würde gern nochmal ganz zum Anfang zurückgehen, nämlich mit der Gründung des RSV Basket 1977. Und diese höchst erfolgreiche Laufbahn, die fast, also die über 20 Jahre lang gegangen ist. Und vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Naja, man ist natürlich 20 Jahre, ist eine lange Zeit. Man muss das, glaube ich, in 3 Bereiche gliedern. Ende 70er Jahre haben wir halt aus Freude Basketball gespielt. Das waren Leichtathletik, das waren Tischtennisspieler, das war Gruber Hans, war Gewehrschütze. Wir haben uns zusammengetan und haben halt Basketball gespielt. Und wer halt das ein bisschen, sage ich nicht professioneller, aber intensiver betrieben hat, mit vielleicht 2 Training in der Woche, der hat damals schon erfolgreich sein können. Dann war mal ein kurzer zeitlicher Bruch, auch der Salzburger Mannschaft hat mit ein paar Veränderungen zu tun gehabt, und auch mit meiner Person, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Leichtathletik forciert habe und nicht Basketball. Wir sind aber dann zurückgekommen und das war eine ganz interessante Phase. 1985, 86, 85 haben wir dann diese Mannschaft, wo jetzt Felix, Wolfgang, Alois und dann später Gerhard ist dort gegründet worden. War kein Zufall, man hat also versucht, junge Spieler anhand der Kartei der AVA zu finden und dann hat man 7, 8 hat man dann zusammengefunden und die meisten sind übrig geblieben. Und das ist sehr interessant, meiner Meinung nach. Wir waren auch den Ende der 80er Jahren, nach 3 oder 4 Jahren, eigentlich nach 3 Jahren, schon sehr, sehr erfolgreich. Aber das würde bezeichnen,
Erfolg der jungen Wilden, weil ich das so sagen darf. Wir haben halt einfach trainiert. Wir haben trainiert, wir haben fleißig trainiert, dreimal in der Woche. Wir haben also jedes Turnier gespielt, was nur möglich war. Wir haben also, hat Jahre gegeben, wo wir als Clubmannschaft über 50 Mannschaften gehabt haben. Ich glaube, das meiste war sogar 59. Dann hat es auch eine glückliche Situation gegeben, 1986, dann dieses Top Mendeville spielen, so eine inoffizielle Weltmeisterschaft, hat es einen Modus gegeben, dass nur zwei ehemalige Nationalspieler spielen dürfen. Und wenn man mich richtig erinnern kann, war das eigentlich nur der Felix und ich. Und dann haben wir die Neuen dazu mitgenommen, wie den Hansi Klee, den Schaban Biljok, den Riedlecker, den Rauschkurt und noch einige mehr. Und sind dort sogar Dritter geworden. Und das war so ein Impuls für uns, dass wir noch mehr trainiert haben, noch mehr Turniere gespielt haben und dann dieses erfolgreiche Jahr gehabt haben, 1989, mit dem vierten Platz bei der Europameisterschaft. Ein Jahr später haben wir Weltmeisterschaft gehabt. Okay, wir sind nur Elfte geworden von 12 qualifizierten Mannschaften, aber jeder weiß, wie schwierig es ist, sich für Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Wir waren natürlich unglücklich. Wir sind nur Elfter, haben das letzte Spiel gegen England gewonnen. England ist dann 96, eigentlich sechs Jahre später Zweiter bei den Paralympics geworden. Also wir haben schon eine gute Mannschaft gehabt. Da war auch dann Günther Stephan schon dabei, ein Bein amputierter mit 2,07 Meter. Aber das war alles Erfolg, würde ich sagen, nicht jetzt geplant, sondern halt einfach, wir waren dynamisch, wie gesagt, die jungen Wilden. Und dann ist ein bisschen der Einbruch gekommen, nicht auf nationaler Ebene, da waren wir immer überlegen, sondern auch im Blick Richtung Nationalmannschaft. Dann hat was passieren müssen. Man hat dann auch ein bisschen umstrukturiert, eine Liga zu machen. Wir haben zwar immer maximal zwei Spiele am Wochenende gehabt, wir haben aber in dem Zeitraum immer 7, 8, 9 Mannschaften in der Liga gehabt. Und dann war der große Entwicklung, wo wir uns weiterentwickeln können, war dann mit dem professionellen Trainer, mit dem Witold Zagorski. Und dann ist die zweite Phase gekommen, die 90er Jahre, wo wir auch sehr, sehr erfolgreich waren, aber das Ganze schon etwas strukturierter abgelaufen ist, was auch nötiger war, weil wenn man ein bisschen älter wird, dann muss man mehr Struktur ins Spiel bringen, ins Training, in die Organisation und auch praktisch mit einem entsprechenden Trainer, Profitrainer, was Witold Zagorski war, dann zusammenarbeiten. Und dadurch haben wir unsere, sage ich jetzt einmal, einmalige Geschichte sicherlich noch einmal um 8 bis 10 Jahre verlängert. Ich darf da kurz ein Bild von Trainerlegende Witold Zagorski einblenden. Walter, wer war denn das? Ich meine. Ja, Witold Zagorski ist eigentlich eine Legende im europäischen Basketball, aber auf jeden Fall eine Legende in Polen. Er war früher polnischer Nationalspieler, ist dann relativ jung wegen einer Verletzung aus dem Nationalteam ausgeschieden und ist dann aber auch jung Trainer geworden. Er hat Sportwissenschaft und hat eben auch Trainerlehre studiert, ist dann polnischer Nationaltrainer gewesen über einen längeren Zeitraum, hat also mit Polen mehrere Olympische Spiele gespielt, wie Tokio 64, wie 68 Mexiko, wie 72 München. Er war dann sogar in der Jury, die Insider im Basketball oder die Älteren wissen, dass dort dieses Skandalspiel gegeben hat, Russland-Amerika, wo Amerika mit einem Punkt verloren hat, wo vielleicht die 3 Sekunden schon abgelaufen war, aber egal. Witold Zagorski praktisch war in dieser Jury. Witold Zagorski war auch für die FIBA als Trainer tätig. Und 1973 dann, also nach München, nach den Spielen, ist er nach Österreich gekommen als Nationaltrainer der österreichischen Herrennationalmannschaft. Dann hat er mal eine Zeit lang die Bundesligamannschaft in Gmunden trainiert. In Gmunden war er dann auch dann ansässig geworden, hat dort gewohnt, hat nebenbei dann im Krankenhaus gearbeitet. Und ich habe einmal so einen Steckbrief in einer Basketballzeitung über diesen Witold Zagorski gelesen und haben einfach gedacht, nachdem es also bei uns so 90, 91 nach der WM etwas gekriselt hat, haben wir gedacht, jetzt fahre ich nach Gmunden und den besuche ich einfach. Hat mir einen Termin ausgemacht, bin hingefahren und habe ihm von Rollstuhlbasketball erzählt. Und das hat er sich praktisch halt alles angehocht. Sagt er, ja, aber ich bin noch Trainer in Gmunden und so, aber würde mich sehr interessieren. Er hat auch immer ein bisschen polnisch, also gebrochen, nicht deutsch, gut deutsch gesprochen, aber man hat schon gemerkt, dass er keine Muttersprache ist. Und dann sagt er, ach, ich komme Training nach Salzburg. Okay,
Und dann ist er nach Salzburg ins Training gekommen, hat sich das Ganze angeschaut, dann habe ich ihm angeboten, auch das Nationalteam zu übernehmen und dass ich da sehr viel helfen werde, was zum Beispiel das Rollstuhl-Taktische ist. Ich glaube, das hätte man schon gemeistert. Aber was die Klasse eines Witold Zagorski war, erstens hat er perfekt coachen können, da braucht man nicht drüber reden, aber er war eine perfekte, er hat eine perfekte Menschenführung gehabt. Also ich bin so viele Jahre im Sport tätig und so viele Jahre auch im Mannschaftssport. Und jeder weiß, das Gefährlichste in einem Mannschaftssport ist, wenn man eine Gruppenbildung hat. Und bei Witold Zagorski hat es keine Gruppenbildung gegeben. Für ihn war jeder gleich und jeder weiß aus meiner Zeit, wie dominant ich oft war, nicht am Spielfeld, auch vielleicht von der Persönlichkeit her. Und es hat verschiedene Charaktere gegeben in unserer Mannschaft. Und da bin ich mit ihm zusammengesessen am Abend, habe das Spiel analysiert, wir haben die Planung fürs nächsten Tag. Und irgendwann habe ich geglaubt, weil ich doch Kapitän bin und habe dann vielleicht auch über einen unserer Mitspieler, sagen wir, nicht so ein gutes Wort lassen. Und er hat mir nie recht gegeben. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja gar nicht. Er muss doch einmal sagen, Walter, du hast recht. Er hat nur gesagt, Walter, wenn wir ihm was zu sagen haben, wir gehen und wir sprechen mit ihm. Und das war für mich so lehrreich. Und der hat uns dann diese Jahre so geführt, wo man nur den Hut nehmen kann und sagen wir, es ist eine Person, ein Menschen, den man ganz, ganz selten im Sport kennenlernt. Neben dem Fachwissen auch dieses Menschliche. Nur eine kleine Geschichte, Anekdote, aber das ist Witold Zagorski gewesen. Wir haben gespielt gegen Kroatien. Man, da ist er auf dem Foto praktisch überreicht, er den Gasol bei der Europameisterschaft in Polen, wo Schwane gewonnen hat, also glaube ich den MVP-Preis, weil er als Legende in Polen einfach jeder gekannt hat und da halt auch diesen Ehrungsakt vollführen hat dürfen. Aber was ich vorher sagen wollte, nur ein kleines Beispiel noch. Wir haben gegen Kroatien gespielt. Man, zum momentanen Zeitpunkt würde ich sagen, Kroatien, Österreich ist vielleicht Österreich etwas besser, aber nicht ein großer Unterschied. Zu unserer Zeit war ein großer Unterschied. Also Österreich hat gewusst, dieses Spiel praktisch gewinnen wir, wann wir wollen, mit 50 Punkten. Und er hat immer so einen Spruch gehabt, er wollte sagen, wenn wir wissen, dass ein Gegner schwächer ist, wir lassen ihn leben. Er hat immer gesagt, never kill the open end. Das hat der Film geheißen, lasst sie leben. Und man vermisst mir jetzt auch oft, wenn man unsere Spiele irgendwo anschaut, was da alles passiert, Ergebnisse 100-20, das hätte es so Beatles Zeit sicher nicht gegeben, aber egal. Und er hat gesagt, Walter, never kill the open end. Okay, wir haben gespielt, ein paar Minuten, gar nicht so gut, und ich habe so zwei Layups dabei daneben gehabt. Und ein kroatischer Spieler, okay, hat also angefangen, ein bisschen zu lästern mir gegenüber, in Englisch, in Deutsch ein bisschen. Ah, du bist gut, ich dachte, du bist guter Spieler, du triffst nicht das. Und ich bin so verrückt worden und habe nach 5 Minuten gesagt zu meinen Mitspielern, Press, ganz laut, Press. Wir haben gepresst, puff. Er hat sich das angeschaut, 21-2 gestanden, er hat Auszeit genommen, er schaut mir ins Gesicht und sagt, habe ich gesagt, wir bringen sie um, Walter Bank. Okay. Aber das ist typisch Witold Zagorski. Oder wir haben die ersten Turniere gespielt in Polen. Ich habe schon gesagt, Fernsehteam ist gekommen. Wir haben nicht geglaubt, die kommen für uns. Nein, für uns, sie sind für ihn gekommen. Und er war wirklich ganz, ganz, ganz beeindruckend. Oder wir haben oft Halbfinale gespielt auf Turniere und er hat schlecht gecoacht, meiner Meinung nach schlecht gecoacht. Und das Spiel ist knapp worden. Und nach dem zweiten, dritten Mal habe ich gesagt, Witold, ich bin ja in der Garderobe oder oben beim Essen, wir haben viel Zeit mit zusammen verbracht. Sage ich, Witold, wieso stößt du so auf, wieso machst du den Wechsel? Und er sagt zu mir mit diesem Spruch, Walter, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Was wollte er sagen? Wir sollten auch das Finale morgen ernst nehmen. Und dann haben wir 30 Punkte gewinnen und es stimmt. Du gehst am Abend auf ein Bier, du sitzt beisammen, niemand denkt über das Finale. Und er hat uns so gecoacht, ich war wieder eher sauer in der Garderobe, habe geschimpft, habe gesagt, Bursche, wenn wir morgen so spielen, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Aber das wollte er. Und das ist, wollte nur ein bisschen zeigen, welche hervorragende, für mich also beeindruckende Persönlichkeit Witold Zagorski war. Auch Felix hat ihn sicherlich auch näher gekannt und alle anderen haben auch sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Und der hat also die zweite Phase dieses Erfolgslaufs des RSV Basket Salzburg und auch des österreichischen Nationalteam maßgeblich geprägt. Und wäre ehrlich gewesen, bin ich davon überzeugt gewesen, hätte unsere Generation schon 1992 oder 93 aufgehört. Und einige spielen heute noch wahrscheinlich das auch Witold zu verdanken. Danke für die
die Geschichten. Das ist bewegend. Ich hätte Facebook wieder was, Matthias, passt das? Bitte, kann ich. Okay, also mal von der Elke Rupprecht, kennen auch alle, gell? Habe viele Erinnerungen an euch, Aschin. Danke. Dann der Afti, toll zum Zuhören, sehr interessant, kann man gar nicht genug davon bekommen. Dann schöne Grüße aus Tirol von der Turnerfamilie, Sarah und Eva für Walter und Felix, schöne Grüße. Und von Christoph Etzelsdorfer, schöne Grüße aus Linz. Okay, danke schön. Conny, da ist noch, gerade wenn du jetzt noch mal kurz nachschaust, es ist gerade noch eine Geschichte zum Witold gekommen, vom Hupsi-Kehrer. Willst du die vorlesen? Ah, ich sehe es, ja. Mhm. Hat mich eine große Freundschaft verbunden zum Hupsi-Kehrer, der Witold Zagoske. Ein wundervoller Mensch. Ich habe ihn kennengelernt, als er nach Österreich gekommen ist. Er hat damals auch das Jugendnationalteam sehr erfolgreich trainiert, Fußgänger. Ich war beim Begräbnis von Witold in Gmunden, da sind einige Persönlichkeiten des polnischen Basketballverbandes wegen ihm nach Gmunden gekommen. Ja. Von Matthias Waste Romanovos, liebe Grüße an alle Legenden. Jetzt muss ich das klar machen. Für alles, was ihr für den österreichischen Rollschuhbasketball geleistet habt. Danke für alles. Von Waste Matthias. Danke, Conny. Vielen Dank. Walter, nochmal zu dir. Du bist ja nicht nur Spieler und Trainer, sondern auch ein Spitzenfunktionär, sowohl in Österreich als auch international unterwegs. Also du warst lange Jahre Vorsitzender des Fachausschusses für Rollstuhlsport beim ÖBSV, Rollstuhlbasketballreferent, internationaler Klassifizierer bist du ja auch. Und aktuell bist du Präsident der IWBF Europe, also des Europäischen Rollstuhlbasketballverbandes und Vorstandsmitglied des Internationalen Basketballverbandes. Wie kam es denn dazu? Ja, man klar, durch diese Leidenschaft für Rollstuhlbasketball war es, glaube ich, ganz nachvollziehbar, dass man mal gewisse Funktionen auch erstes Mal in Österreich übernimmt. Fachausschussvorsitzender, ich bin auch aus der Leichtathletik gekommen und Basketball, und da war ich Fachausschussvorsitzender. Dann habe ich mich vermehrt natürlich auf den Fachausschuss Rollstuhlbasketball konzentriert. Ich habe das dann, ich glaube, 2006 oder 2008 zurückgelegt. Hat auch damit zu tun gehabt, dass ich immer mehr international tätig geworden bin. Bin also 2004 von IWBF Europe gefragt worden, ob ich im Board als Member mitarbeiten möchte. War dann 4 Jahre später dann als Vice-Präsident. Diese Funktionen habe ich dann einige Jahre mit IWBF Europe begleitet. Und 2015 sind auch, so wie alle 4 Jahre, Wahlen angestanden. Und der Vorgänger, Präsident Jan Berteling, und mit Ron Koppenrath, der General Secretary war, hat mich gefragt praktisch, ob ich diese Funktion übernehmen möchte. Und habe zwar auch sehr lange ein bisschen gezögert, weil mit meinem Beruf das Ganze zu vereinen war etwas schwierig, aber ich habe mich dann doch bereit erklärt und österreichischer Verband hat mich unterstützt, weil der Nationalverband sollte dich supporten. Und dann bin ich praktisch 2015 Präsident geworden und 2019 für eine Wiederwahl habe ich wieder kandidiert, hat aber auch keinen Gegenkandidaten gegeben. Jetzt mit Corona ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wir versuchen trotzdem, Basketball auf europäischem Niveau, auf Clubebene zu starten mit Ende April, Anfang Mai und auch mit den Nationalmannschaften, mit der B-Europameisterschaft in Athen Mitte Juli, U22 zu beginnen, zu starten und hoffen natürlich auch, dass die Paralympics stattfinden und dann in weiterer Folge wieder A-Europameisterschaft und was alles anstellt. Warum ich das mache, ist schwierig. Manche sagen, man ist verrückt. Es ist einfach die Leidenschaft zum Sport. Und wenn man halt einmal auch in dieser Funktionärsschiene drinnen ist, dann ist es immer schwer, rauszukommen. Ich bezeichne es ein bisschen als Hamsterrad. Solange sich das Rad dreht, werde ich dabei sein. Und schauen wir, wie lange das noch ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein schöner Satz. Und ich glaube, da kann jeder sich ein bisschen damit identifizieren, weil wir sind ja alle Sportverrückten und wir brennen ja für unsere Leidenschaft und das kostet uns ja wesentlich mehr als das, was wir damit machen.
Felix, und ich stelle dir jetzt persönlich die Frage, weil bitte fühlt sich, es kann sich jeder angesprochen fühlen und sich gerne zu Wort melden. Wie hat sich denn der Basketball, der Rollstuhlbasketball in diesen letzten 30 Jahren denn so entwickelt? Ich meine, wir haben jetzt sehr viele Geschichten aus den 90ern gehört. Wir stehen jetzt alle an, wir warten alle. Ich meine, wir haben letztes Wochenende, hat die Liga hier gestartet, aber es sind alles in sehr kleinen Schritten, bis das jetzt wieder einmal wieder Fahrt aufnimmt. Aber wie hat sich denn der Basketball in diesen letzten 30 Jahren verändert und entwickelt? Ja, verändert hat sich sicher sehr, denke ich mal, vom Material her viel, also von den Rollstühlen, wenn ich bedenke, mein erster Rollstuhl war ein Faltrollstuhl, da habe ich beim Fußteil so Eisen reingesteckt und mit dem habe ich Basketball gespielt. Ja, da sind schon die Basketballstühle gekommen, aber da hat jeder nur einen Stuhl gehabt. Das war praktisch der Alltagsstuhl und der Basketballstuhl oder so ein Aktivstuhl. Und mit dem ist ein Basketball gespielt worden. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass er zwei Stühle hat. Also einen fürs Basketball und einen für die Freizeit. Das war eigentlich jahrelang. Und ja, eine große Entwicklung war sicher dann eben die Stühle, die angepassten Stühle für jeden mit, und damit die Gurte, also alle Möglichkeiten, Sitzpositionen, perfekt für jeden, je nachdem, welche Punkte er hat, beziehungsweise auch natürlich die Stützräder, was dann gekommen sind, was eine Riesenrevolution war. Ich meine, ich weiß noch, der Wolfgang, glaube ich, war einer der ersten in Österreich mit seinen alten französischen Poirier mit dem Stützrädern, wo wir alle ausgelacht haben. Und heute ist das natürlich selbstverständlich, dass jeder sowas hat. Also ich denke, jetzt am Rollstuhl Material hat sich extrem viel verändert und dadurch auch ist das Spiel sicher schneller, athletischer und auch aggressiver waren wahrscheinlich, denke ich, dass das eine Sache ist. Inwieweit es mit, also es hat sicherlich allen was gebracht, den Niedrigpunkte spielen auf jeden Fall und genauso auch den Hochpunktigen mit den Reinschneuen und so. Und jetzt vom Training, Taktik und diese Dinge, denke ich, da kann der Walter sicher mehr, der ist da sicher am aktuellsten Stand, was sich da so noch entwickelt hat oder was die, ja, was da der große Fortschritt ist gegenüber früher. Walter, der Felix hat quasi den Ball zu dir rüber gespielt. Ja, ich meine, der Felix hat schon recht. Meine, jetzt haben wir, klar, das Spielfeld ist gleich groß und der Korb hängt auf 3,5 Meter und beim Ball gibt es auch keine Änderung. Aber natürlich, klar, aufgrund dessen, dass die Spieler professioneller geworden sind, ist das Spiel schneller geworden. Das Material erlaubt auch ein schnelleres Spiel, was auch Felix gesagt hat. Wesentlich hat natürlich auch zur Veränderung des Spieles beigetragen die Klassifizierung. Weil früher hat man halt mit dem alten Klassifizierungssystem, für den will ich gar nicht reden, wo es nur 1, 2 und 3 Punkte gegeben hat, aber auch wie das jetzige Klassifizierungssystem 83 installiert worden ist, hat es ja keine 4,5er nicht gegeben. Zu dem Zeitpunkt war erstmalig erlaubt, dass Amputierten spielen dürfen. Dann sind also die Minimalbehinderten dazugekommen. Die spielen jetzt mit 4er Punkte die meisten. Auch das hat sich geändert in der Richtung. Und jetzt sehen wir, dass es schon wieder Änderungen gibt von den Personen, die tatsächlich Wheelchair-Basketball, also Rollstuhl-Basketball spielen. Weil früher hat man halt die Querschnittler gehabt und den einen oder anderen Amputierten und vielleicht noch auch Nichtbehinderten. Dann hat man mal eine Zeit lang, oder Minimalbehinderten, dann hat man eine Zeit lang vielleicht mit 2 Minimalbehinderten gespielt. Und jetzt ist eine komplette Revolution wieder, wenn man das Finale anschaut, Weltmeisterschaft 2018 in Hamburg. Finale war hochklassig, England gegen Amerika. England hat gewonnen. Wenn man diese 10 Starting 5 Spieler nimmt, da waren tatsächlich nur 2 Querschnittgelähmte im Feld. Es waren also Minimalbehinderte, es sind Amputierte, es sind also Spieler mit Mehrfachbehinderung in Richtung Dysmelien. Das heißt, sie haben also eine Verkrüppelung im Handgelenk oder im Ellbogengelenk. Die sind dann nur mit 2 oder 2,5 Punkte. Also ein klassischer Zweier, wie der Felix einer war. Er würde sie heuer auf dem Niveau nicht mehr durchsetzen können, weil da spielen wir Zweier, die Handicap an den Händen haben oder am Ellbogen, aber eine Sitzstabilität haben von einem Vierer. Und dadurch ist das Spiel noch schneller geworden, noch dynamischer geworden. Man muss aber jetzt aufpassen, schon langsam. Wir verlieren praktisch richtig Querschnittgelähmte. Und jetzt kommt noch eine Entwicklung, hat man gesehen bei Amerika, England. Wir in Salzburg haben auch begonnen. Ich glaube, es gibt auch in, also in Linz oder Wiener Gruppe immer diese Spinner Bifidas. Viele, viele gute Basketballer derzeit auf der Welt sind Spinner Bifidas. Die sind 22, 23, 24 Jahre alt, spielen aber schon 14, 15 Jahre Basketball. Weil Metz Kott ist eine Ausnahme, der ist schon über 30, aber hat das Kind schon gespielt. Und diese Entwicklung muss man oder sieht man international, dass immer mehr Spinner Bifidas, egal, auch in anderen Sportarten, beim
Skifahren genauso wie in der Leichtathletik die Szene dominieren werden, weil sie 10, 15 Jahre Training haben. Wir haben ein paar 8- oder 10-Jährige bei uns in Salzburg. Wenn die sich weiterentwickeln dann werden, und die 22 sind, haben sie mindestens 12 Trainingsjahre. Und ein Verunglückter, der nach einer Querschnittlähmung, der ist vielleicht verunglückt mit 2 Jahren, wenn er eine tiefe Läsion hat oder eine hohe Läsion hat, dann braucht er mindestens 3 oder 4 Jahre. Dann noch einmal 2, 3 Jahre, bis er vielleicht höchstes nationales Niveau hat. Aber er ist dann schon 28, 30 und dann hat er gegen diese 22, 20-Jährigen zu kämpfen, die einfach aufgrund der Biologie dann ihm auch wieder überlegen sind. Und das ist halt die Entwicklung im internationalen Basketball, ist sehr, sehr spannend. Aber man muss trotzdem Acht geben, wenn man das sieht, wenn man das auswertet, dass also ein klassischer Querschnitt auch heuer leider oder zum momentanen Zeitpunkt, in der Entwicklung wird sich nichts bessern, kaum mehr praktisch am Feld sein wird. Also die klassischen Einser sind alle schon nicht mehr da. Und jetzt hat Felix weiß das und Wolfgang weiß das, Mark Jenny war einer der besten Einser, was sie gegeben hat, praktisch. Spielt kaum mehr. Man muss schauen, sie spielen ja kaum mehr mit Einser. Sie spielen mit 2,5er, 3er, vielleicht noch einen Großen. Sie spielen sehr, sehr dynamisch. Auch das österreichische Nationalteam spielt ja mit sehr viel Mittelpunktigen. Das heißt zwischen 2, 2,5, 3, 3,5. Und wenn dann einer nur praktisch gut klassifiziert aus ist, das gilt aber nicht nur für Österreich, in anderen auch, dann hat man halt also einen Zweier, der was halt irrsinnig stark ist, aber nicht unbedingt ein klassischer Zweier ist, wie wir das kennen. Das ist also der wesentliche Änderung derzeit im Rollstuhlbasketball. Natürlich alles kombiniert mit Profi, kombiniert mit 2x Training am Tag. Und auch mit der Möglichkeit in einigen Ländern, Türkei war es sehr, sehr, ist vielleicht nicht mehr ganz so das Land, wo man das meiste verdienen kann, bis runter Italien, Spanien, auch Deutschland. In der Türkei haben wir gesprochen von 4.000, 5.000 Euro Verdienst im Monat. Das ist nicht klar, das ist Profi. Wir haben auch jetzt schon das Problem, ihr werdet es sehr verfolgt haben, dass einige Spieler vom IBC inzwischen ausgeschlossen worden sind, dass sie an den Paralympics gar nicht teilnehmen, weil nach deren Definition die Minimalbehinderung nicht mehr ausreicht. Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, hat man viele diese Phasen durchgemacht und gesehen. Und man muss halt immer schauen, dass die Klassifizierung, das ganze System auch fair bleibt und wir wirklich nicht, sagen wir, Interessierte verlieren. Aber es ist schwierig. Ich meine, wenn man Klassifizierung redet, wie beim ersten Turnier war, bin ich ein Vierer geworden. Ich habe nicht lange gejammert. Ich habe mir gedacht, wenn ich halt ein Vierer bin, ist nicht fair. Aber dann bin ich halt einer der besten Vierer. Und dann war ich ein Dreier, Halber, habe mir dasselbe gedacht. Und geändert bin ich am Dreier, wahrscheinlich, weil ich älter geworden bin. Nein, aber das ist auch eine Klassifizierung, weil ja die Minimalbehinderten drucken ja nach unten. Ist klar, ich war also als Dreier, Halber nie vergleichbar mit einem Vierer oder Viererhalber und dann drückt das Ganze nach unten. Aber wer bleibt über? Wieder die niedrigen Punkte. Der Wolfgang einer Halber oder der Hansi mit 1 Punkte, die hätten heuer, also zum jetzigen Zeitpunkt, kaum eine Möglichkeit zu spielen. Man muss ja im Österreich national schauen. Im Endeffekt ist eigentlich nur der Christoph Schachtel, der gut ist und der andere ist da nicht wirklich wieder einsatz. Ja, Walter, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Exkurs noch. Und ich möchte mich bei euch allen sehr herzlich bedanken für die ganzen Geschichten und für die Informationen, die ihr mit uns geteilt habt und für die ganze Freude. Also man hat das sehr deutlich gespürt, dass ihr für den Basketball lebt. Und ihr habt die Geschichte des österreichischen und des Rollstuhlbasketballs auf der Welt mitgestaltet. Und ich möchte mal behaupten, ihr habt von Salzburg aus die Welt erobert. Und vielen Dank für eure Geschichten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich bedanke mich auch natürlich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Conny? Und okay, das war kein Winken. Und ich weise auf die Sendung nächste Woche hin. Wir bleiben beim Thema Rollstuhlbasketball, gehen allerdings ein bisschen in die aktuelle Situation und stellen unsere Liga vor und reden ein bisschen über das Nationalteam. Also nächste Woche auch wieder einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder da seid. Eine Frage haben wir noch gekriegt vom Hupsi Kehrer an Walter. Was sind der für dich noch so? Unbedingt.
Wie steht ihr zu 3x3 Bewerben? Also dieser neue Bewerb ist ja in Tokio erstmals olympisch. Der ÖBSV investiert zurzeit sehr viel, weil wir vor allem bei den Herren die Qualifikation schaffen könnten. Das letzte Qualiturnier ist nämlich, nämlich im Mai in Graz. Da geht es um die letzten Olympiaplätze. Ja, ich kann schon was dazu sagen. Man darf also das 3 gegen 3, was die Fußgänger spielen. Man, da gibt es ja eine eigene Trainingsgruppe jetzt. Da spielen ja ein paar sehr erfolgreich Basketball. Die spielen ja nur mehr 3 gegen 3. Die spielen ja in keiner Fünfermannschaft mehr. Das ist aber Fußgänger. Im Rollstuhlbasketball hat man den Antrag gestellt, eventuell in Paris aufgenommen zu werden. Aber Rollstuhlbasketball 3 gegen 3 ist ja anders. Das wird auf Halfcourt gespielt, praktisch wirklich 3 gegen 3 auf 2 Körbe. Und das 3 gegen 3, was die Fußgänger spielt, setzt sie im Rollstuhlbasketball nicht durch. Und dadurch hat die internationale, also Wheelchair Basketball World, hat einem das inszeniert, auf Halfcourt zu spielen. Und da versuchen wir, die ersten Weltmeisterschaften heuer noch zu spielen. Geplant war es schon für 20, aber ist dann abgesagt wegen Corona. Und jetzt versuchen wir auch in Europa einige Turniere zu spielen, aber es ist alles in der Planung, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, Kernaussage ist eigentlich nicht vergleichbar mit den 3 gegen 3 Fußgänger. Ist aber sehr interessant und wäre auch interessant für kleinere Länder, weil dann braucht man eigentlich ja nur 4 oder 5 gute Basketballer. Man kann schon ein Nationalteam stellen. Aber beim 5 gegen 5 brauchst du auf jeden Fall 10 oder 12. 10 ist eh schon zu wenig. Also da darf ich nur dazu ergänzen und schöne Grüße. Also die Gelegenheit nutzen, um an meinem lieben Cousin, den Stanislav Stelzhammer, der das 3 gegen 3 im ÖBV leitet, ganz herzlich zu grüßen. ÖBV, entschuldige, da haben wir verlesen, ÖBV. ÖBV, ja, ja. Ja, wunderbar. Und dann setzen wir jetzt einen Schlusspunkt für die Sendung heute. Ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich bei euch allen für eure Geschichten und dass ihr damit teilgenommen habt. Ja, und ich freue mich, euch bald mal wieder zu treffen, wenn dieser ganze Corona-Spuk mal ein Ende hat und man wieder dem Sport nachgehen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und alles Gute. Dankeschön. Ja. Wolfgang Rief ist nicht weit weg. Du, was?